Sturm hat wieder 2:1 gegen FSV Zwickau. Sie haben gerade einen Schrei losgelassen. Das war so ein Schrei der Erleichterung, oder? Ja, das hat einfach gut getan, nach langer Zeit mal wieder zu gewinnen. Und hier zu Hause ist das nochmal ein besonderes Gefühl. Das sind schöne Gefühle, die da freigesetzt werden. Es gab wieder diesen 0:1 Rückstand. Wie schwer ist das dann immer wieder zurückzukommen? Ja, gab leider heute wieder einen Rückstand. Aber heute hatte ich das Gefühl, dass einfach jeder da war. Wir wollten das alle unbedingt. Und es waren alle da. Es war spürbar, dass da kein Knacks entstanden ist und dass wir einfach trotzdem auf Sieg gespielt haben und trotzdem alles dafür versucht haben. Das 1:1 war eine Energieleistung von Marcelo direkt vor der Pause. Wie wichtig war dieser Treffer? Dass Mamba sich da außen durchgesetzt hat und dass wir dann das Spiel dann auf die Seite oder ins Zentrum verlagern konnten. Und dann, was Gaucho dann, wenn er Einzelleistung macht und dann den so abschließt, das war natürlich perfekt, super. Und dann gab es noch diesen Treffer von Streli Mamba. Der hat ihn irgendwie im Baby-Krabbel-Modus getroffen. Haben Sie so ein Tor schon mal gesehen? Also leider nur im Fernsehen. Das ist jetzt das erste Tor, was ich jetzt so live erleben durfte. Und freut mich einfach für ihn, dass er einfach alles dafür gegeben hat, alles versucht hat, um den Ball irgendwie über die Linie zu drücken. Und das hat man dann gesehen, dass es ihm egal war, wie. Nur die Hauptsache, dass der Ball über die Linie geht. Und wenn es so klappt, dann halt so. Jetzt geht es gleich weiter am Mittwoch gegen Halle. Mit dem 2:1 im Rücken sicherlich mit viel Schwung, oder? Ja, ich glaube, das war einfach wichtig, dass wir mit einem Sieg dann ins zweite Spiel gehen. Das tut einfach gut, da ist die Brust größer und das Selbstvertrauen einfach mehr da, als jetzt mit einer Niederlage oder mit einem Unentschieden in das zweite Spiel zu gehen. Ich denke, das hilft uns einfach, mit dem Sieg heute in das nächste Spiel zu gehen. Vielen Dank.